Wasseratmungstank, sowas nicht. Oh, okay. Bloß Problem war einfach, naja, die Monster, die da drin waren. Hier diese ja. Wächter, die sind nicht ohne. Ja, das stimmt. Dosh? Ja? Ich hab mich verlaufen. Ach, du auch? Super. Also ich bin gerade bei 7947 minus 245. Was? Ja. Also 7900. Okay, warte, ich komme mal zu dir. Und was war das, Z? Moment. Machen wir das einfach. Minus 253. Na. Minus 253, okay. Ah, ja. Oh, da bist du aber ein ganz schönes Stück weiter weg. Ja, ich glaube, wir sind noch in zwei verschiedene Richtungen gelaufen. Ja. Ich stelle mich da jemand so auf den Berg drauf. Autsch. Dann müsste ja jetzt eigentlich komplett neu generiertes Biom sein, ne? Ja, ja, ist es auch. Ja, dann dürfte eigentlich hier der Unterwassertempel auch spawnen. Oder generiert werden. Ja, ja, normal schon. Uah! Oh. Hab dich gesehen! Ah, ja, ich sehe dich auch. Also dafür gebe ich dir den 7,5. Ja, danke. Und was kriege ich in der B-Note? Ah, reden wir nicht drüber. Oh. Kannst du ja morgen mit dem Trivolo absprechen. Mhm. Haben auch mittlerweile schon 3:30, ne? Ja, stimmt. Meinst du, das reicht schon? Ach, von mir aus immer noch länger machen. Ja, von mir aus auch. Also, nehmen wir's. Ja, hallo. Hallo. So, schauen wir mal, dass wir nach zu Hause bekommen. Nach zu Hause bekommen? Ja, nach zu Hause bekommen, genau. Okay, ich bestelle ein Taxi. Mhm. Außer Memphis. Das kennst du wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Okay, gut. Ja, nee, das ist von einem lokalen Radiosender. Ich vergesse das immer wieder. Ich habe auch schon den Trivolo damit irgendwie genervt. Ja. Dann habe ich gesagt, hä, was, kennst du nicht? Was bist denn du für einer? ja, das war jetzt schlau. Wo sind du hin? Da sind Bäume. Was? Wo bist denn du hin? Ich lauf grad Richtung. Also, ich bin jetzt bei 8100. Minus 384. Ne, 48, okay. So rum. Okay, ich wäre noch bei 7900. Also, in dem Chunk waren wir anscheinend schon mal. Das sind nämlich eben gerade noch Skelette verbrannt. Ja, bei mir verbrennt hier alles. Da ist noch ein Zombie. Oh, Creeper. Wusstest du, dass die Creeper, wenn du sie ansteckst, auch explodieren können? Ja. Ich weiß auch, wie man die sofort zünden kann. Beim Feuerzeug. Ja, meine ich ja. Ach so, das meintest du. Warte, ich aber auch schon mit. Wollte gerade noch einen Creeper abschießen, ne? Ist einfach mal weg. Oh, auch gut. Pfeil kannst du aufheben. Boah, genau. Ja, wenn er weg ist, kann ich mir ihn aufheben, klar. Also ein Pfeil. Ja. Ja, ja. Ja. Man müsste auch mal zuhören. Hm. Also ich sehe schon wieder den Dschungel und das Portal. Ich nicht. Wie bist du gelaufen? Keine Ahnung. Anders. Thomas anders? Nee. Oh, schade. Nee, schade. Mach nix. Nix. Was bist denn du für einer? Willst du nicht wissen? Nee, will ich wirklich nicht wissen. Oh, Höhle. Hallo. Ah, ich habe mir noch mal kurz ein bisschen in den Dschungel rein. Vielleicht findet man da einen Tempel. Brauchst du noch... Du musst erstmal zum Dschungel kommen. Ich setz mal Kakaobohnen, brauchst du noch, ne? Ja. Dschungelsetzlinge auch. Setzlinge. Mann, wo ist denn der? Also ich bin jetzt bei 8135 minus 667. Ich glaube, 667. Ja. Ich glaube, wir in die komplett falsche Richtung. Ja, ich auch. Warte mal. Ich habe doch hier die Koordinaten, wo wir im Meta waren. Muss ich einfach nur mal in Acht nehmen.
1022 mal 8 sind 8176. Okay. Also Dschungelsetzlinge und Kakaobohnen sind safe. Sehr schön. Ah, ich glaube, da muss ich lang, ja? Kann es sein. Aber das Weserbiom ist echt riesig, muss man sagen. Ja, ja, ist es. Das geht jetzt hier noch um Dschungelwasser rum. War da nicht auch so, dass wir neuerdings im Dschungel auch die Melonen wachsen? Oh, das wär natürlich auch genial, weil Melonen brauche ich auch. Hallo. Ach, hast du noch keine? Nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch keine gefunden. Ich meine, das war so. Ich habe das auf jeden Fall schon mal in ein paar Videos gesehen, dass im Dschungel einfach mal so eine Melone gewachsen ist. Das wäre ja geil. Bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das wahr ist. Oh, ich muss schon wieder was essen. Mir geht gleich das Essen aus. Ja, ich habe noch 30 Kartoffeln. Weißt du, ich bin die ganze Zeit am Rumspringen, am Rumlaufen und dir geht's Essen aus. Ja, ja, Wahnsinn, ne? Mhm. Glaubst mir das, oder? Kann das sein? Psst. Ich hab mich irgendwie total verlaufen. Ja, ich glaube, das Verlauf ist, dann mache ich jetzt auch Wunder schon. Bei mir. Ist echt kein Wunder bei mir. Ah, so eine gute Orientierung. Mhm, sogar ein Backstein weiß besser wo. Kann sich besser orientieren. Okay. Das ist nicht zum Lachen. Oh, lass mich doch mal da hoch, danke. Ja, komm ich jetzt da hoch? Nein! So. Das ist schon mal die richtige Richtung. Ach, weißt du allerdings auch, dass man schon die Angeln verzaubern kann? Ja, klar. Das ist mir letztens erst aufgefallen. Hatte ich also den Angel in den Verzauberungstisch getan und denke nur, was? Kannst du verzaubern? Oh. Ja, in die Richtung. Ah, ich glaube, ich finde noch den Weg nach Hause. Schaffst du noch? Ja, irgendwie schon. Boing. Oh! Ich habe da noch ein anderes Biom gefunden. Hier eine Weide. Weide? Ja. Plains? Ja. Plains? Plains. Plains? Plains. Da sind doch schon Plains. Ein paar Hotdogs. Boah, Pferde habe ich auch bei mir in der Nähe vom Dorf. Ja, und gibt Leder. Alter, ich mache lieber Lasagne draus. Boah, der wird langsam alt. Ah, hier sind Kürbisse. Ja, toll, habe ich schon. Oh, es wird wärmer, glaube ich. Ja, das ist die Hölle. Achso, schade. Wo habe ich... Ach ja, ich habe doch eben noch eine Hexe getötet. Hab mich gewundert, wo ich einen Redstone her habe. Ja, wahrscheinlich von der Hexe. Nee, das ist eine gewagte Theorie. Echt? Ja. Schade. Es wird schon wieder dunkel und ich habe immer noch nicht das Portal gefunden. Also, ich habe hier ein paar Schafe und könnte mir das Glück im Bett machen. Ja, das bringt mir nichts. Du Held. Ja. Oh, jetzt fängt an zu regnen. Was? Ja, du bist ja noch im Mesa-Biom, du. Ja. Ja, hier fängt es an zu regnen. Ach Gott. Hier sind Hasen. Hier ist ein Creeper. Und Spinne. Ja, das ist nicht so wirklich ein Hase. Jawohl, denn. Ah, ich sehe den Dschungel. Ah, ich sehe das Portal. Geil, so, gut. Okay. Jetzt ist man wieder zurück. Ja, ich bin hier noch mal am Rumlatschen. Ich komme auch gleich wieder zurück. Ja, ist okay. Entweder bin ich gerade wirklich. Ja, hab schon wieder das Mesa-Biom gefunden. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe hier rohen Sand. Soll ich? Oder nicht? Guck mal hier, da sind sogar noch XP-Popel. Was lässt denn du eigentlich die XP-Popel hier rumliegen? Weiß ich nicht. Klar. Ich sammle meine immer auf. So, was hast du gesagt? Du hast Wolle gefunden? Ich habe hier so ein paar Schafe gefunden. Okay. So. Die Koordinaten schreibe ich jetzt mal auf. Ah.
Ich habe gedacht, okay.